Otto Gott. Servus und hallo bei Otto Gott. Ich bin der Max und ich zeige euch heute den neuen Mercedes GLC. Im Vergleich zum Vorgänger Mercedes GLK ist der GLC jetzt wesentlich runder geworden und fügt sich so nahtlos in die Designlinie von Mercedes ein. Obwohl das Auto jetzt runder und dynamischer daherkommt, ist im Innenraum nichts am Platz verloren gegangen. Zum Beispiel der Kofferraum ist wesentlich größer als beim Vorgänger und wie das Ganze dann wirklich von drinnen ausschaut, das zeige ich euch jetzt. Die jugendliche und dynamische Sprache findet sich jetzt auch im Cockpit wieder. Man sieht, alles ist sehr aufgeräumt und man hat super intuitive Bedienmöglichkeiten, wie zum Beispiel ein Touchpad, über das man das ganze Multimedia-System steuern kann. Wie sich der GLC mit dem Allradantrieb fährt, schauen wir uns jetzt an. Die 8-Gang-Wandlerautomatik schaltet wirklich angenehm, also Komfort, super leidend. Der 180 PS starke Dieselmotor geht richtig gut nach vorne, ist aber, was sehr angenehm ist, ganz leise. Alles weitere über den Mercedes GLC findet ihr bei uns im Blog auf www.autogott.at. Ciao, bis zum nächsten Mal.